Auf nach Glastonbury. Henry hatte meinen Rat befolgt und endlich in ein richtiges Flugzeug investiert. Zum Glück. Auf die Zustände, die uns in England erwarteten, waren wir allerdings nicht gefasst. Sehen wir uns mal um, wo wir überhaupt sind. Okay. Volltreffer! Mein Gott! Festhalten, Leute! Das wird ein bisschen holprig! Glastonbury High Street, meine Damen und Herren. Alles aussteigen! Wie sind wir denn jetzt vom Wasser an Land gekommen, mitten in den Ort rein, mit dem Flugzeug? Was ist hier los? Ich habe doch kein Taxi bestellt. Tolle Landung, Harry. Danke, George. Und weißt du was? Diesmal habe ich deinen Rat befolgt und die Mühle versichert. Na sowas, das ist doch unser Amerikaner. Oh, ja. Hallo, Colonel. Nur nicht so schüchtern, mein Junge. Ich schulde Ihnen einen Drink. Tatsächlich? Na, später vielleicht. Und ab dem Moment, als wir uns trafen, sah gleich alles ganz anders aus. Lissy, da bist du ja, Liebes. Dein Ami ist da. Hallo, oh, George. Gott. Hallo, Melissa. Lissy hat mir erzählt, wie sie vor diesem verdammten Hippie gerettet haben. Das hat mich vielleicht gefreut. Bin seitdem gar nicht nach Hause gegangen. Ich habe mir ein Zimmer im Pub gemietet. Lissy arbeitet auch hier. Also, was darf sein? Colonel, ich würde Ihr Angebot gern annehmen. Aber leider muss ich erst die Welt retten. Na gut, scheint ja ziemlich dringend zu sein. Wie steht's mit Ihnen? Das ist ein Wort, Kumpel. Aber nur ein kleines. Ah, Sie sind aus den Kolonien. Darf ich Ihnen Melissa vorstellen? Sie ist ein herzensgutes Kind. Kommt hier die nächste Liebesgeschichte. Tag, Melissa. Hallo, Harry. Sagen Sie, mein lieber Junge, sind Sie verheiratet? Nö, aber ich wäre nicht abgeneigt. Das höre ich gern. Komm, Nico, wir müssen den Großmeister aufhalten. Oh, dieses Game, dieses Franchise, es ist so funny. I love it. Oh, direkt mal schön nochmal speichern hier. Mal ganz runter. Oh, da seht ihr auch unsere Spielzeit hier. Noch ein letztes Wort mit Nico reden? Eins muss man Gilligan Airlines lassen. Sie werden bei jedem Flug besser. Stimmt. Auf jeden Fall. Jetzt bin ich schon zum zweiten Mal hier und war immer noch nicht in einem englischen Pub. Wenn wir uns nicht beeilen, gibt es keine Pubs mehr, George. Ja. Harry macht es richtig. Bringen wir es hinter uns und dann gebe ich ein Bier aus. Okay. Ja, wo müssen wir hin? Müssen wir hier durch? Nee, wir müssen zu diesem Ding da, ne? Zu dem Tor. Was auf der Postkarte ist. Oh, warum ist hier denn abgesperrt? Aber hier rechts geht's durch, oder? Oh nein, das könnte... Mann, Leute! Wie viele Kistenrätsel kann ein Game denn haben? Das könnt ihr mir doch nicht erzählen! Das könnt ihr mir doch nicht verraten! Wie viele Kistenrätsel braucht man? Das ist doch Wahnsinn! Oh! Leute, danach habe ich ein Trauma. Als ob ich hier nicht rüberspringen kann. Oh, und dann muss es hier auch noch so hoch gestapelt werden. Das ist ja furchtbar. Oh! Ach, so hoch darf ich aber. Aber dann nicht hier hin. Oh, okay. Ich habe mir jetzt hier noch nicht wirklich viel Gedanken gemacht. Ich gucke jetzt hier beim Durchgehen. Ah, ich könnte mir vorstellen. Oh, das wird schrecklich. Es wird furchtbar. Womit habe ich das verdient? Ich meine, dass man nicht jedes Mal das Rad neu erfinden kann bei diesen Rätseln, okay. Aber mussten es wirklich so viele Kistenrätsel sein? So, das kleine Problem, was wir jetzt gleich haben, ist, dass ich gar nicht weiß, wie wir die Kiste da jetzt weiterhin kriegen. Ich glaube, was ich jetzt... Nee, das geht auch nicht.
Dafür sind wahrscheinlich hier diese Dinger oben dabei. Jetzt können wir es ja nicht weiterschieben, ohne dass sie runterfällt. Hier einfach drauf springen. Ich habe mich eher gefragt, wofür es gut ist, dass wir hier hoch können. Ist das eine Linie? Nee. Das heißt, wir können es da aber auch nicht drauf schieben. Ich habe mich halt gefragt, ob wir es hier zwischen parken, aber das bringt ja auch nichts. Oder? Also das ist jetzt aber dann hoffentlich wirklich das Letzte. Vergesst immer, dass man auch von hier oben schieben kann. Also ohne, dass eins dahinter ist. Dann hätten wir uns, glaube ich, den einen Umweg sparen können. Brauchen wir gar nicht immer eine Kiste dahinter. Ja, das ist jetzt eigentlich schon wieder kacke, ne? Jetzt kriegen wir ja gar keins mehr dahinter. Ich meine, wir können die andere Kiste da natürlich uns zur Hilfe nehmen. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir aber stapeln müssen. Ah, warte. Einmal hepp. Einmal hepp. Einmal hepp. Das sollte jetzt passen, right? Eieiei. Los, Nico. Ein bisschen hoch, aber so kommen wir rüber. Ich mach dir den Weg frei. Oh. Petra. George, du musst den Großmeister aufhalten. Ich kümmere mich um dieses Aas. Oh. Komm zu mir! Hier bin ich! Euer Diener! Hören Sie mit dem Wahnsinn auf, um Himmels Willen! Die Drachenenergie erfüllt mich!
Ich sehe alles, die Vergangenheit, die ganze Schöpfung, die Zukunft. Sie werden uns alle umbringen. Diese Kraft wird mich da ein kurzes Game with Crash, ein kurzer Herzinfarkt. Ja! Oh, verdammt! Was? Was geschieht mit mir? Nein! Ja! Oh nee, wird jetzt aber nicht echt ein Drache, oder? Okay, jetzt wird's wild. Da hatte ich jetzt aber kein Quicktime-Event, oder? Oh? Was passieren hier für Dinge, Leute? Warum sind wir jetzt bei Artus? Was? Ja, moin, Kollege. Wer bist denn du? Ritter zu werden war vielleicht doch nicht der beste Karriereschritt gewesen. Das ist eine Plakette? In dem steinernen Sockel mit dem Schwert war eine Vertiefung. Sie hatte dieselbe Form wie der Schlüssel Salomos. Na ja, rein damit. Durch Berührung änderte sich nichts. Okay. Zum Glück haben wir den noch eingesteckt. Rein damit. Ja, ich bin Ritter. Oh, wow. Also... Nehme ich jetzt das Schwert? Die Kraft schien durch das Schwert direkt in meine Seele zu strömen. Her damit! Erhebt euch, Sir George. Okay, es ist so abgespaced hier. Es ist so abgespaced. Es ist ein riesiger Drache geworden. Oh mein Gott! Ich wurde einfach direkt hier reingeschmissen. Ich muss hinter diese... Nee. Oh! Wurden jetzt einfach verknuspert? Okay, wild. Ja. Bin hier hinter dem Ding in Sicherheit, I guess? Will jetzt weitergehen? Weil das klappt ja nicht so gut. Hallo? Einmal antäuschen? Ja, der verschiedene Modi. Ey, der macht zweimal hintereinander. Wie soll ich denn in der Zeit zu der Absperrung kommen? Voll der scheiß Cheater-Drache. Was macht er nur den einen? Den können wir gut ausweichen. Die Mauern bringen ja gar nichts. Die Mauern geben nur Fake-Sicherheit. Oh, ich kann das alles nicht. Es ist so schwierig mit dieser Steuerung. Ich gehe jetzt einfach direkt hier hin. Guck mal, haben die Aimbot? Das Problem ist, er macht direkt danach wieder eine. Wie unfair. Ach, guck mal, jetzt stehen wir hier hinter. Kriegen wir jetzt Hilfe? Ist das wie bei dem einen Schleichen? Segment, das wir zu oft verrecken, dass wir einfach Hilfe kriegen. Das Problem ist, da muss ich ja eigentlich direkt nach dem hier nach rechts dodgen, um das hinzukriegen.
Das geht über die gesamte Breite von dem Weg. Wie soll ich das denn beides gedodged kriegen? Also, jetzt langsam wird's unrealistisch. Kann ich einfach ranlaufen jetzt? Bin ich nah genug dran? Ich? Okay. Boah. Gib ihm. Das Kistenschieben hat sich gelohnt für die Muckis. Boah. Wie Butter. Es gibt eine zweite Phase. Eieiei. George, nach dieser Heldentat bist du bestimmt ein noch schlimmerer Shobi als vorher. Oh, er dachte, sie hat's erwischt. Ich dachte, du seist tot. Kannst du eine Perücke immer noch nicht von echtem Haar unterscheiden? Aber ich habe gesehen, wie dich der Drache getötet hat. Nicht mich, Petra. Sie hat mich K.O. geschlagen. Ich bin gerade erst wieder zu mir gekommen. Wo ist sie hin? Sie ist wohl einfach verschwunden. Hier. Was machst du da? Pass auf. Oh, ich dachte... Dass eine Hand aus dem Wasser auftaucht und das Schwert auffängt? Ja. Bleib auf dem Teppich, George. Oh, tja, Mann. Das war's dann wohl. Ja, scheint so, ne? Oh, ja. Yeah. Da haben wir den Abspann. Das war's tatsächlich. Ja, interessanter Teil auf jeden Fall. Ich hatte meinen Spaß. Ein paar Stellen, wo wir ein bisschen strugglen mussten, um weiterzukommen. Aber ansonsten, danke, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann in Teil 4, ne?
Okay, wir haben Extras freigeschaltet. Ja, können wir machen. Was für tolle Extras erwarten uns denn jetzt noch? Zusatzgalerie, Zusatzinformationen. Okay. Ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, das kennen wir ja. Aber ich kann hier mal gerade ein bisschen durchskippen. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr natürlich noch Pause machen und euch das durchlesen. Sie waren hier alle. Wir hätten noch hier die Story. Die wäre natürlich dann, wenn dann vor dem Game interessant gewesen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die sich Teil 3 angucken, wahrscheinlich auch Teil 1 und 2 geschaut oder irgendwie verfolgt haben. Hier ein bisschen noch dazu. Zum Voynich-Manuskript. Anscheinend gab es das dann wirklich. Oder auch nicht. Bin mir nicht sicher. Die Tempelritter, die gab es aber, glaube ich. Ich mag immer so Geschichten, die so ein teilweise echte Begebenheiten und dann ein bisschen dazu gedichtet haben. So, können wir uns mal Concept Art noch anschauen? Gemeinsam. Das sind Nikos Outfits. Ja, das Cover, da wollte ich eh noch mal was zu sagen. Ihr könnt ja mal googeln, wie das Cover in Deutschland aussieht. Und dann könnt ihr mir mal kurz hier in die Kommentare schreiben, wenn ihr so lange dran geblieben seid. Ja? Ich meine, nach dem Abspann, ich denke, am Anfang schalten schon die meisten aus. Aber wenn ihr noch hier seid und mal das Cover googelt, dann sagt mir mal, an welchen Promi euch die männliche Hauptfigur auf dem Cover erinnert. Bin gespannt, ob wir da die gleiche im Kopf haben. Ja, dann haben wir den Schlüssel Salomos, die Maschine vom Anfang, der runde Schlüssel. Ah, Anubis. Ja, eine von den Energiequellen. Schon von Concept Art zu späterem, ne, ist schon gut umgesetzt. Locks, Cobra. Ja. Saros Büro, interessant. Oh Gott, mit den, ja, das mit den Spiegeln, das hatte ich schon erfolgreich verdrängt. Da kennt man doch viel wieder, ja, tatsächlich. Ich mag Concept Art. Ich finde das immer schön, sich das anzugucken. Gerade wenn man auch das Ergebnis kennt. So ein bisschen Blick hinter die Kulissen, ne? Finde ich schön. Das erinnert mich eher an Teil 2. Die sehen so Maya-mäßig aus. Ach, das ist der Typ vom Fernsehen. Und der gute Flap eben. Ja, und er, der Colonel, Anubis nochmal. Wer bist du denn? Der Großmeister. Und der Harry. Wunderbar. Lobino. Ist das der, den wir am Anfang treffen sollten? Ach du Gott. Sehr viele Bilder, hätte ich nicht gedacht. Der Drache. Und da sind wir wieder am Anfang. Ja, schön. Ich finde sowas immer toll. Ich glaube, das war's aber auch, was wir jetzt an Zusatzinhalten noch hatten. Dann verabschiede ich mich jetzt wirklich. Macht's gut, habt einen schönen Tag. Wir hören voneinander.